Also der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat gesagt, die Grünen seien nicht koalitionsfähig. Und das hat eine gewisse Tradition bei der CSU. Es gab mal einen Mann, der auch Bierzelte unterhalten konnte mit seinen Tiraden gegen die Grünen. Franz Josef Strauß hat schon sehr früh das Talent dieses Mannes erkannt. Er war Ministerpräsident, 14 Jahre lang CSU-Vorsitzender sowieso. Er war aber auch der CSU-Kanzlerkandidat. Damals gegen Gerhard Schröder, davon gab es immerhin nur zwei. Und vielleicht kann er uns auch deshalb sagen, wer eigentlich jetzt der Kanzlerkandidat der Union sein sollte, wenn es bei der nächsten Wahl drum geht. Ich freue mich sehr über Edmund Stoiber. Hallo Stoiber. Ja, nochmal einen schönen guten Abend. Herr Stoiber. Also Ihr Lieblingsfeindbild, soweit ich mich erinnere, war immer Jürgen Trittin und Claudia Roth. Jetzt ist aber da Habeck und Baerbock. Könnten Sie mit denen besser leben? Sind die nicht koalitionsfähig? Naja, die Partei hat sich natürlich inhaltlich nicht so sehr, aber natürlich von der Darstellung gewaltig verändert. Ich meine, wenn auf einem Parteitag der Grünen Herr Habeck den Delegierten klar macht, wir sind eine Partei des Wettbewerbs, wir müssen mit den Menschen leben, die vielleicht durch unsere Forderungen, Stichwort Kohleabbau, wir sollten mit den Menschen reden, die unmittelbar betroffen sind. Wir müssen mit denen reden, die betroffen sind durch den Wind, durch die Windräder etc. Das sind ja Hunderttausende, die davon betroffen sind. So einfach wie Herr Alt sich das jetzt hier gerade dargelegt hat, ist die Sache natürlich nicht, sondern es ist ein enormer Widerstand gegen alle Infrastrukturen in Deutschland. Wenn Sie heute die Österreicher, die Italiener sind mit der Autobahn fertig im Inntal, gibt es heftigste Widerstände. Und Sie können das überall herausziehen. Unsere Verfahren sind lang, weil natürlich die Einspruchsmöglichkeiten, die Individualität der Menschen ist in Deutschland natürlich hoch geregelt, beziehungsweise sie ermöglicht im Normen privaten Widerspruch gegen Entscheidungen. Aber das ist doch gut, wenn da einer Überzeugungsarbeit leistet, könnte ja, man sagen. Sie fragen mich ja jetzt nach Claudia Roth und Jürgen Trittin. Das ist eine andere Partei in der Darstellung. Und würden Sie der CSU jetzt sagen, geht doch mal zusammen mit den Grünen? Warum denn nicht? Das hätte ja fast geklappt bei der letzten. Ja, wir haben heute eine Situation, dass natürlich durch die Ergebnisse keine Koalition auszuschließen ist, außer mit von unserer Seite mit den Linken und natürlich mit der AfD. Und damit werden natürlich Koalitionen notwendig, wie wir gerade jetzt in Sachsen oder in Thüringen oder wo auch immer erleben, die eigentlich schwierig sind und eigentlich gar nicht zusammengehen. Und ich bin natürlich der Meinung, und das sagen ja auch alle Wahlergebnisse, auch alle Analysen, die Grünen gehen natürlich dann, wenn sie können, mit der SPD und mit den Linken zusammen. Und Rot-Rot-Grün ist sozusagen das Angestammte. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann machen sie das auch. Und deswegen sind die Grünen natürlich, da hat Markus Söder völlig recht, sind einer unserer großen Gegner. Wir aber er sagt doch, die sind nicht koalitionsfähig. Sie gehen immer davon aus, natürlich haben die völlig andere Ansätze. Ja. Und wir haben ja heute viel mehr Parteien, als wir das vor 20, 30 Jahren hatten. Und insoweit wird natürlich auch die Politik insgesamt ein Stück schwieriger. Das Interessante, was sich ja auch verändert hat, also wenn man hört, wie über den Parteitag der Grünen geredet wird, könnte man meinen, das ist ein Parteitag der CDU. Ja, mit Wahlergebnissen für die Vorsitzenden über 90%. Und schaut man dann auf den Parteitag der CDU, der jetzt ansteht, ab übermorgen, ist das Bild ganz anders. Die sind ja eher die Grünen der heutigen Zeit. Also vorher wird schlecht geredet über das Personal. Es gibt einen Streit darüber, wer die Führungsfiguren sind, wo die inhaltliche Richtung ist. Was eigentlich wird passieren an diesem Parteitag? Gibt es da einen Showdown zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer? Was wird passieren? Frau Maischberger, das ist ja praktisch in den Volksparteien auch systemimmanent, wenn ich das sagen darf. Ich meine, die CDU wie auch die CSU ist natürlich immer wieder auch geprägt durch inhaltliche, durch personelle Auseinandersetzungen. Aber sie hatten mehr Disziplin, ja, das muss man schon sagen. Ja gut, das ist jetzt eine andere Frage. Ich meine, wir haben natürlich auch jetzt ein schwieriges Führungsproblem in der CSU gelöst, das wissen Sie. Die Nachfolge von Horst Seehofer war ja nicht ganz einfach. Jetzt ist so
sind die Auseinandersetzungen beendet und man hat eine klare Spitzenposition. Markus Söder. Und was soll die CDU jetzt? Ja, das, aber das ist natürlich in der SPD gegenwärtig der Fall. Das kennen Sie in allen Parteien. Das können Sie jetzt nicht an der Union festmachen. Ja, das, man, natürlich wird das schwierig werden im nächsten Jahr. Das ist keine Frage. Ich gehe davon aus. Warum jetzt im nächsten Jahr? Ja, weil ich, also ich persönlich bin davon überzeugt, weiß nicht, wie die Abstimmung jetzt bei der SPD ausgeht, aber ich bin überzeugt, dass sozusagen nach den letzten Entscheidungen der Großen Koalition, vor allen Dingen nach der Grundrenteentscheidung, die Koalition fortgeführt wird und wir letzten Endes erst im übernächsten Jahr wählen werden. Und deswegen gehe ich heute davon aus, dass die Entscheidungen in der Tat erst auf dem nächsten Parteitag 2020 getroffen werden. Wer Kanzlerkandidat wird, ja, das aber, ja. Aber die das Frage ist jetzt ja aber ehrlicherweise keine Frage, die wirklich in der Partei diskutiert wird, vielleicht schon, aber das ist jetzt nicht entscheidungsrelevant. Ich meine, klar, wir sind ja davon ausgegangen, vor einem halben Jahr, die ungeliebte Koalition, die ja eigentlich von der SPD nie gewollt war und eigentlich durch die Einflussnahme des Bundespräsidenten, die legale Einflussnahme des Bundespräsidenten zustande gekommen ist von Herrn Steinmeier. Ohne den hätte es wahrscheinlich diese große Koalition nicht jetzt gegeben. Jetzt war gut dabei, die Fischer, wer für Sie der März der richtige Parteivorsitzende der CDU gewesen? Also wir haben Gott sei Dank immer eine ganze Reihe von Persönlichkeiten. Ja, das ist eine Reihe von Persönlichkeiten. Ja, Sie werden doch nicht glauben, dass in diesem internen Prozess, den die CDU gegenwärtig durchmacht, und da kann ich nur sagen, sie ist wirklich gut beraten, wenn sie diese Entscheidung nicht jetzt weit vor der Entscheidung, vor der notwendigen Entscheidung trifft, sondern im nächsten Jahr. Wir, das heißt, wir warten jetzt mal ab, wie die SPD entscheidet. Genau. Wenn die Große Koalition mit Scholz dann weitergeht, ja gut, dann geht sie weiter. Und ich persönlich bin nicht der Meinung, dass sie mit Recht immer so massiv kritisiert wird. Sie verkaufen, bin jetzt wirklich kein Freund der SPD, aber sie verkaufen eigentlich alle ihre Erfolge nicht gut genug. Das Interessante ist, ich will immer über die CDU reden und Sie wollen über die SPD reden. Aber ich würde gerne über die CDU reden, weil es wirklich doch jetzt. Ja, und Sie haben. Weil Friedrich Merz auf eine Art und Weise nach vorne gekommen ist, wo viele das Gefühl haben, der will mehr. Und jetzt gehen wir mal in die Geschichte. Eigentlich sind Sie ja daran schuld, dass der arme Friedrich Merz nicht mehr vorne steht. Weil Sie haben damals mit Angela Merkel vereinbart, als sie zum Kanzlerkandidaten gemacht hat, sie wird die Fraktion übernehmen. Und damit war der Friedrich Merz raus. Ja, gut. Und nicht wenige, sie haben ihn geopfert. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr lange her, aber es ist natürlich klar gewesen, dass Angela Merkel Fraktionsvorsitzende bleibt und nicht in ein Kabinett Stoiber eintreten wird. Mhm. 2002. Und über die Frage, was ist, wenn die CDU und die CSU die Bundestagswahlen verlieren, was leider knapp eingetreten ist, dann ist relativ schnell, spät eigentlich von ihr signalisiert worden, sie möchte, wenn die Wahlen nicht gewonnen werden, möchte sie natürlich die Funktionen Parteivorsitzender CDU und Fraktionsvorsitzender dann in der Opposition, das möchte sie bündeln. Hat der Merz Ihnen das übel genommen? Ja, das hat er mir, lange übel genommen und ich stand eben vor der Notwendigkeit, jetzt zu entscheiden als Parteivorsitzender CSU. Die CDU hat einen guten Wahlkampf geführt, wir haben einen gemeinsamen Wahlkampf geführt. Angela Merkel hat sich voll engagiert damals in dem Wahlkampf, nicht irgendwie auf der Seite gestanden oder sonst was. Und sie hat sich eingebracht, das war ja auch ein schwieriger Entscheidungsprozess, zu sagen, ich trete nicht an. Also er hat es Ihnen übel genommen? Ja, er persönlich hat es mir übel genommen, heute nicht mehr. Muss er denn jetzt deshalb wieder da sein, weil er damals das nicht so richtig verwunden hat und hat das Gefühl, er hat was nachzuholen? Schauen Sie, der hat konsequent damals dann, nachdem er
verloren hatte, hat er noch mal Stellvertreter, ich wollte das und war Stellvertreter von Angela Merkel, hat nicht geklappt. Er ist im Grunde genommen dann 2003, 2004 hat er sich von der Politik verabschiedet, ist formell dann ausgeschieden aus dem Deutschen Bundestag und hat einen eigenen wirtschaftlichen Weg eingeschlagen. Den kann man jetzt für gut finden oder nicht, aber er war erfolgreich. Er hat sozusagen auch eine Stellung sich erarbeitet in der Wirtschaft, bei Boston Consult und bei vielen anderen Beratungsunternehmen. Und er war eine Nummer. Und dann entscheidet, dann entscheidet er sich, Friedrich Merz, für mich auch überraschend, entscheidet sich nach diesen Jahren zu sagen, ich bewerbe mich jetzt um den Parteivorsitz. Und das war ja auch interessant, die Primaries mit den drei Kandidaten. Finden Sie, der gehört wieder zurück in die erste Reihe der CDU? Er findet das mit Sicherheit. Nee, Sie. Sie. Ja. Darauf kommt ja zunächst mal an. Und, ich hätte gerne Ihre Sicht der Dinge. Ist das gut, dass der sich jetzt da auch gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und gegen Angela Merkel positioniert? Finden Sie das gut? Herr Maischberger, Sie haben ein Problem, dass Angela Merkel selber sehr treffend nach der verlorenen Landtagswahl in Hessen 18 beschrieben hat. Sie hat damals gesagt, ich trete vom Parteivorsitz zurück. Das ist auch eine Antwort gewesen auf die Wahlergebnisse, da hat sie Verantwortung übernommen, aber ich sehe meine Verantwortung als Kanzlerin. Und das ist ein Wagnis, sie hat darüber gesprochen, das hat vielleicht nicht jeder so sofort verstanden, das ist ein Wagnis, wenn der Parteivorsitz der CDU und die Kanzlerschaft auseinanderklafft. Absolut. Und wir merken das natürlich jetzt, was sie gemeint hat mit diesem Wagnis. Mhm. Ich meine, die Frau Kramp-Karrenbauer hat natürlich einen überzeugenden Start gehabt, indem sie gesagt hat, ich trete aus einem Staatsamt zurück und ich mache Generalsekretär und ich will nur die Partei sozusagen erneuern und voranbringen. Dann kam die Situation, dass Angela Merkel zurückgetreten ist und dann gab es, das hat der Union, der CDU, glaube ich, anders als die Auseinandersetzung der SPD, durchaus gut getan, dass drei Kandidaten, eine Frau, zwei Männer, in einem, weiß ich, 23 Veranstaltungen gemacht haben, über die gesamte Partei hinweg. Und ja, es ist eine knappe Entscheidung. Es ist eine knappe Entscheidung dann letzten Endes gewesen. Nun gibt es halt, da muss jeder Politiker damit rechnen, es gibt eben in der Partei, ich denke mal vor allen Dingen in der CDU Baden-Württemberg, gibt es einen beachtlichen Teil, die diese Entscheidung nicht für richtig halten und sozusagen irgendwo sagen, da gibt es vielleicht noch einmal eine Neuauflage. Finden Sie das richtig? Oder sollen da müssen Sie ja, da müssen Sie Friedrich Merz fragen. Ich meine, gar keine Frage. Ich meine, dann frage ich Sie was anderes. Ja. Angela Merkel und Sie kennen sich schon sehr lange. Sie beobachten sehr, sehr lange, ja. Ja, die hat ja einen unglaublichen Weg genommen. Glauben Sie, dass sie den Zeitpunkt des Abschieds des Richtigen verpasst hat? Das kann man erst dann sagen, wenn sie ausgeschieden ist. Also gehen wir mal davon aus, 2021. Ich glaube, dass sie natürlich das größte Problem, was sie zu bewältigen hatte und hat, ist natürlich 2015 gewesen. Das waren gravierendere Entscheidungen für sie, weil es auch für die Partei eine gravierende Entscheidung war. Mhm. Und das ist heute natürlich noch sehr umstritten. War das richtig, war das nicht richtig? Will ich überhaupt in diese Diskussion jetzt gar nicht eintreten, die wir ja fortgesetzt in Europa haben. Das ist ja in Europa nicht entschieden, wie man überhaupt mit dieser Frage umgeht. Und natürlich, ich glaube, dass sie auch, und so wie ich sie kenne, ihre Verantwortung immer gesehen hat, auch was Europa anbelangt. Ich meine, Frankreich und Deutschland, Deutschland, Frankreich zusammen müssen dieses schwierige Projekt voranführen, natürlich noch ganz entscheidend fortentwickeln, in puncto Außenpolitik eine Mehrheitsentscheidung möglich machen, wie wir gegenwärtig aufgestellt sind. Also sind wir in der veränderten internationalen Welt mit der völligen Veränderung Amerikas, mit dem Anwachsen von China, mit der Sondersituation Russlands, muss Europa eine neue Position beschreiben. Da ist Macron natürlich nah dran im Inhalt. Und das, glaube ich, ist sicherlich ihr entscheidendes Momentum gewesen. Europa, eine schwierige Situation.
Ich habe große Autorität in allen Ländern in Europas und ich möchte diese Position Deutschland in Europa natürlich auch mit einem jungen Präsidenten, der jetzt anders tickt als Chirac oder Sarkozy, ich will das zu Ende bringen. Das heißt, sie sieht für sich eine Aufgabe, die sie noch erfüllen möchte, aber für ihre eigenen, sagen wir es mal so, für den Übergang, der ist ihr nicht gelungen. Kann man das mal jetzt schon mal so sagen? Das kann man objektiv sagen. Wir haben natürlich jetzt eine Diskussion innerhalb und außerhalb der CDU, die meines Erachtens nächstes Jahr, wie ich das gesagt habe, entschieden werden muss. Mhm. Wenn Friedrich Merz weiterhin letzten Endes sagt, ich unterstütze Kramp-Karrenbauer, aber die Politik von Angela Merkel, die habe ich nicht für richtig befunden und wir müssen eigentlich jetzt neue Akzente setzen. Und man, da ist natürlich insoweit etwas dran, wir sind eine Industriegesellschaft. Mhm. Das heißt, das muss man auch zu Herrn Alt sagen, das ist eine riesen... Nein, ich habe ja alles gehört, was er gesagt hat. Wir haben 11 Millionen Industriearbeitsplätze in Deutschland. Wir machen fast 25%, ein Viertel, machen wir letzten Endes über die Industrie, tragen wir bei zum Bruttosozialprodukt, das ja sehr, sehr hoch ist. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde mit nur 80 Millionen Einwohnern. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und eine solche CO2-haltige Industriegesellschaft zu einer sozialen Industriegesellschaft und zu einer ökologischen Industriegesellschaft jetzt zu entwickeln, ist eine riesige Herausforderung. Die Frage ist, ob man dafür eben dann auch den Rückhalt, wenn es schon Parteien gibt, braucht man ja den Rückhalt der Partei, damit man machtvoll das die Dinge umsetzen kann, die man umsetzen will. Verzeihen Sie, wenn ich nochmal drauf zurückkomme. Ja. Die Frage ist eben, ob die Kanzlerin diese Stärke noch hat, weil sie eben in einer geschwächten Position ist. Die Parteivorsitzende der CDU ist in einer geschwächten Position. Was mich mal interessieren würde, weil auch ihr Abgang jetzt, man kann nicht sagen, der ist gelungen. Also Sie sind letztlich geputscht worden in der CSU 2007. Geputscht worden, aber ich meine, das ist, wenn man merkt, dass man natürlich, man hat Wahlkämpfe geführt, man hat zwei Drittel Mehrheit geholt, man hat immer absolute Mehrheit, immer über 50, deutlich über 50% geholt. Und man merkt dann, dass die eigene Truppe, vielleicht auch aus den Entscheidungen, die man getroffen hat, in die Regierung Merkel einzutreten. Und das nicht mehr hat, hinter einem dann, steht. Ja, dann muss man selber auch ein Stück die Konsequenzen ziehen. Der eine zieht so, der andere zieht so. Und ich bin dann zurückgetreten, weil ich jetzt auch 14 Jahre oder fast 14,5 Jahre Ministerpräsident und lange Jahre CSU-Vorsitzender, das ist etwas, man muss halt dann aufhören und etwas anderes machen. Was mich interessiert ist, Sie waren 14 Jahre Ministerpräsident, Sie haben diese erfolgreichen Wahlen alle gemacht, Sie wären ja auch fast Kanzler geworden. Merkt man es zu spät, wenn die eigenen Leute hinter einem sagen, eigentlich, deine Zeit ist schon gekommen, alle wissen es, nur du noch nicht? Das glaube ich nicht. Also was heißt, man merkt es zu spät? Man wird ja darüber wird geredet, darüber wird diskutiert, darüber wird natürlich von den Kollegen hier am Tisch, wird natürlich geschrieben, geredet, gesagt und so weiter. Das kriegt man ja mit. Den Sensus hat man ja. Man ist natürlich auf der anderen Seite überzeugt, dass man vielleicht doch noch der richtige Mann oder der richtige Mann ist, die Wahlen zu gewinnen. Der Absturz der CSU damals war ja auch mit 18% gewaltig und manche führen das nach wie vor oder führten das nach wie vor auf den Wechsel zurück. Mhm. Aber das ist ja alles Geschichte. Mhm. Heute geht es darum, jetzt dieses Problem zu lösen und ich sage Ihnen ganz offen, natürlich Angela Merkel ist auf der europäischen Bühne, und ich habe die besonders herangezogen, ist natürlich heute Macron derjenige, der sozusagen die Impulse setzt, die Marken setzt, der ist jung, dynamisch, will was verändern, ist provokant. Wenn jemand sagt, ich will eine europäische Armee, weil ich mich auf Amerika nicht mehr verlassen kann, China wird stärker, ich brauche eine strategische Partnerschaft mit Russland, sagt Macron, der sozusagen aus ethischen Gründen Russland stark abgelehnt hat. Und dass dann die Diskussion geht, wir müssen jetzt sozusagen uns einen eigenen Schutz geben. Und in dem Punkt sage ich ganz offen, die Merkel ist eine starke Kanzlerin, aber natürlich, wenn man sagt, ich höre spätestens 21 auf, hat das logischerweise auf jeden
auf jeden Lieder, auf jede Liederin eine Auswirkung. Ich habe verstanden, dass die Fragen zwar jetzt virulent sind, aber Sie glauben, es wird erst nächstes Jahr geklärt. Soweit haben wir es begriffen. Würden Sie mir den Gefallen tun, noch einen Satz zu wichtigen Menschen dieser Zeit zu sagen? Nur einen? Nämlich, weil Sie jetzt schon mit Macron angefangen haben, aber nur einen. Ein Satz zu Wladimir Putin. Wladimir Putin wird sicherlich noch einige Zeit das Land regieren. Und ich glaube, dass wir das, was wir gemacht haben, war eine moralische Antwort, die Sperren, die Sanktionen. Okay. Aber sie haben letzten Endes das Ziel meines Erachtens nicht erreicht. Sie drängen Putin dorthin, wo er eigentlich gar nicht sein will, in die Abhängigkeit von China. Okay. Er sucht seine Geltung sehr stark durch die militärische Potenz, die er hat, Stichwort Syrien. Wir werden mit Putin ein neues Kapitel aufschlagen müssen. Und insoweit, sage ich, liegt Macron völlig richtig. Ah, ich habe es schon verstanden, das ist doch vielleicht zu komplex. Aber vielleicht geht das leichter. Donald Trump, geht das in einem Satz? Ja, nach unseren Maßstäben in Europa ist das bizarr, was sich da abspielt. Und eigentlich, wenn ich jetzt den EU-Botschafter heute gehört und gesehen habe, im Zusammenhang mit Zelensky, mit Ukraine, dann ist das für uns nicht vorstellbar. Aber Amerika tickt ein Stückchen anders. Gegenwärtig ist es so, dass die Debatte, die hier im Impeachment-Verfahren, im Vorverfahren läuft, noch nicht wirklich die amerikanische Öffentlichkeit erreicht hat. Wenn ich das vergleiche, wie die Leute bei Nixon zugeschaut haben und wie heute die Fernsehquote ist bei den Verfahren jetzt in Washington, dann gibt es viele Kommentatoren, die sagen, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es Trump gelingt, da noch rauszukommen. Aber ich habe auch nicht geglaubt, dass Trump Präsident wird. Und deswegen muss ich da sagen, also da bin ich etwas zurückhaltend. Vielen Dank. Ich habe eine allerletzte Frage tatsächlich noch. Ich habe ein paar. Sie haben ganz, ganz viel erreicht. Einiges haben Sie nicht erreicht. Sie waren nicht Kanzler. Sie sind nicht Superminister geworden. Sie haben es abgelehnt, EU-Kommissar zu sein und Kommissionspräsident zu sein, absolut. Und Sie haben abgelehnt, Bundespräsident sein zu können. Und Sie waren auch nicht der Präsident des FC Bayern. Welches Amt hätten Sie gerne wirklich gemacht? Also ich habe als Ministerpräsident immer ein bisschen Spaß gemacht und habe gesagt, also das einzige Amt, was mich eigentlich interessieren würde, ist die Präsidentschaft. Ist nicht Bayern. Die Präsidentschaft, sondern ist der Manager des FC Bayern. Der ist jetzt frei geworden. Aber der ist blinzend besetzt. Ja, jetzt nicht mehr. Herr Hoeneß ist ja. Ja, nein, ich sage nur, natürlich hat man jeder hat so sein Pläsier. Ich habe eine ganz besondere Affinität zum Fußball aus Kindesbeinen, natürlich zum FC Bayern, der natürlich auch zu Bayern passt und immer der Aufstieg des FC Bayern und der Aufstieg des Landes Bayern ist ein Stück synchron geworden und wir stehen jetzt doch sehr weit oben und da muss ich ganz offen sagen, wenn ich jetzt dabei bleiben darf, dann ist es Uli Hoeneß, der fast 50 Jahre als Spieler und als Manager diesen Verein geprägt hat, gelungen, was gar nicht so leicht ist, einen glanzvollen Abschied zu bekommen. Mit großem Respekt. Hätten wir wieder den Abschied. Gleichzeitig hat er seine Nachfolger letztendlich ausgesucht und bestimmt. Und das gelingt, sagen wir mal, in der Politik, jetzt sind wir wieder bei der CDU, das gelingt in der Politik selten. Das nehme ich als Schlusswort und danke sehr, dass Sie heute hier waren. Herzlichen Dank, Edmund Stoiber. Vielen Dank, Herr Stoiber. Dankeschön. Danke.